Luke sich ins Negative entwickelt? Diese Frage werde ich heute basierend auf meiner Meinung beantworten. Als wir Luke in Episode 3, die Rache der Sith, als Baby kennenlernten und es schon prophezeit wurde, dass er später wegen der Macht, die in ihm ist, eine große Rolle spielen wird, wurde er nach Tatooine gebracht, um dort vor seinem Vater geschützt zu werden. Dort wuchs er als Feuchtfarmer auf und war schon vielen Abenteuern ausgesetzt. Doch einen Wunsch hatte er immer, er wollte seinen Vater kennenlernen. Nach einer Lüge von Ben Kenobi gab Luke Ruhe, bis er es herausfand, dass er von der hellen auf die dunkle Seite wechselte. In Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, war er schon fast besessen davon, dass er seinen Vater bekehren könnte und hat immer an das Gute in ihn geglaubt. Selbst zu Yoda sagte er, dass er keine Angst habe vor der dunklen Seite. In Episode 5, das Imperium schlägt zurück, flog er trotzdem nach Bespin, um seine Freunde zu retten, trotz des Neins von Yoda und Ben Kenobi. Zu dieser Zeit war Luke sehr für Gerechtigkeit und versuchte immer anderen zu helfen. Selbst nach Episode 6 und vor Episode 7 war er hilfsbereit. Selbst zu den Leuten, die aus dem Imperium kamen. Doch wie komme ich nun darauf, dass er sich ins Negative entwickelt hat? Nachdem der neue Jedi-Orden von Kylo Ren zerstört wurde, ging Luke ins Exil. Der Schritt, der in die falsche Richtung ging. Von dort an entwickelte er sich meiner Meinung nach nur noch ins Schlechte. Er warf das alte Lichtschwert von ihm weg und weigerte sich, neue Jedi auszubilden. Die Individuen, die für die Gerechtigkeit kämpften. Er selbst hat sich von der Macht abgewandt, was für mich nicht zu Luke Skywalker passt. Der Höhepunkt meiner Meinung nach war, dass er sich nicht dem Widerstand angeschlossen hat und auf 8 Tor geblieben ist. Denn er selbst hat in der Zeit der Rebellion gekämpft und hat dort den Todesstern zerstört. Etwas schade, dass ihn das nicht zurückgebracht hat und nicht mal seiner eigenen Schwester helfen wollte. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Luke sich ins Negative entwickelt hat und zu einer eher langweiligen und Nebenfigur geworden ist, trotz der Endszene. Selbst Mark Hamill, der Schauspieler von Luke Skywalker, sagte, dass das nicht sein Luke war. Jedoch war es auch wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen.